das, glaube ich, ne? Das Flakboiler. Warum krieg ich da denn so wenig rein? Krieg ich da so wenig rein? Oh, vergiftet. Alles in der Nähe. Komm ich da nochmal dran? Ah, jetzt pumpt er da Saar nicht rein. Warte mal, kommt jetzt hinterher. Jetzt ist das schön 4000 voll. Das ganze Zeug, wie das hier am Blubbern ist. Und hier wird jetzt auch immer voller, ja, weil der da richtig voll ist an der Stelle. Dann kommen die nämlich auch weg. Ah, hier muss ich mir auch noch was überlegen mit dem Gemüseturm, wie ich das mache. Das weiß ich auch noch nicht ganz. Aber wir haben schon wieder ein paar Sachen zusammengeschafft hier. Das. Das weiß ich nicht, warum wir hier nicht. Ach, hier sind jetzt. Ah, jetzt sind die Juice-Saplinge wieder reingekommen. Stimmt. Die hatte ich ja mal ansortiert. Für die ganze Stelle. Wo soll er denn jetzt hier machen? Boah, irgendwo ist hier dann. Alles Hühnchen. Hühnchen. Tschüss. Hier vorne ist irgendwo auch noch ein Hühnchen. Hühnchen. Tschüss. Und auch noch Hühnerstall. Habe ich auch noch angeplant. Aber das ist ein bisschen kontrollierter. Da soll die Hühner ja nur die Eier legen und das dann einfach nur beraten. Was macht er denn jetzt hier? Warum? Warum haust du die denn nicht ab? Leaves, ja, bla bla. Er workt, aber nicht idlen tut, ja? Aber arbeiten tut er nicht. Warum denn nicht? Lass mich dran, ich bin Arzt. Ahnung, ich hole mal. Was ich machen könnte, wäre. Ich wollte das. Genau, Spruce. Spruce, gut. Ich kann das Spruce abspringen. Wo habe ich die denn? Spruce. Ich muss jetzt irgendwo hier runter. Die raus. Ah, die brauche ich eher. Ne, ich glaube, das passt jetzt. So, dann kommt der nämlich da nur rein. Hab ich jetzt den ne, darunter habe ich jetzt nicht gefiltert, ne? Nö, da harvest ja eigentlich alles ab. So kriegt er dann das auch als Ding fertig. Weil ich weiß nicht, warum er das Jubot nicht aberntet. Keine Ahnung. Applewood? Applewood. Das war verbuggt. So, dann nämlich Spruce wird, kann er da durchjagen. Oh, dürfte gleich eigentlich anfangen, die hochzupumpen. Ja, da fängt es an, Spruce wird, alles klar, läuft. Eigentlich müsste damit irgendwo fertig kommen. Ich habe noch. Stimmt, ich könnte jetzt noch zwei bauen. Einmal. Spruce Wood. Und einmal nämlich so ein Setzling. Baller den hier ein. Zack. Und jetzt einmal den. Den
Für Insert natürlich. Nee, 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 mein Freund. Der Holz, der kommt hier hinten hin. Holz. So. Hier kann schönes Holz sein. Und ich brauche noch einen führen. Für vorne. Muss aber schriftet sein, was hier reinkommt. Zack. Na, das passt echt gut, ganz gut hin. So, dann können wir uns ein bisschen ins Spruce-Wood schnappen. Nehmen wir so ein Stack hier. Zeige ich auch mal, was man da nachher mitmacht. Packen das hier nachher hier rein. Und daraus machen wir jetzt Resin. Was dann hier reinkommt. Und gleichzeitig dann verbrannt wird mit dem Stiller. Und dann hier zu Turpentin verarbeitet wird. Für was ich es brauche für später, finde ich noch nachher raus. Hatte ich auch irgendwann, habe ich das nachgelesen. Ist ja schon, wie gesagt, ein bisschen länger her, wo ich das aufgenommen habe, das letzte Mal. Jetzt auch noch dann noch. Jetzt knapp eine ganz, ja, eine Woche ist jetzt her. Stimmt, eine Woche ist jetzt her, wo das jetzt letzte Video kam. Hier war gerade ein Schmetterling, glaube ich. Ja, die müssen auch noch ein bisschen, die Solaranlage muss ein bisschen erweitert werden. Und dann geht es ja. Wenn wir das sehen, ja, Speicher ist ja voll. Hier ist ja auch voll. Also, die Kugel ist ja voll, das heißt, das kann ich erstmal. Oh. Sind jetzt überall so viele Katzen? Ja, ne? Komisch. Oh ne. Ich mag keine Miauts. Komm her, du blöde Mieze. Ich mach dich Kartoffelbrei. Hallo, kommst jetzt? Muss ich jetzt ernsthaft hier auf den Boden gehen und dich verprügeln? Tschüss. Blöde Katze. Katze Blumen hier. Hier noch eine. Warum sind die denn überall? Was wollen die hier? Und wo? Die können ja nur im... Und die sind da irgendwo im Tunnel drin. Gut, dann ist es ja egal. Jetzt tanken die wieder. Was ist jetzt? Ah ja, jetzt fehlt noch der Öl. Jetzt muss ich noch Öl anpeilen. Beziehungsweise das Benzin muss jetzt noch eine Funktion haben. Im anderen Fall. Der muss. Das Benzin muss ja abgepumpt werden. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Gerade schon. Stimmt, hier habe ich noch nichts geplant. Was das denn hin soll? Was ist, wenn wir das irgendwo verbrennen? Ja, wir haben das höchstens das Liquid-Ding, ne? Das zu dem. Ich baue so eine 25 Millionen Ding hin. Baue eine Liquid-Kammer hin. Und mit Liquid erzeuge ich Strom. Beziehungsweise, glaube ich, Dampf. Liquid. Ich glaube, so, ne? Da Liquid Fuel Boiler. Firebox. Das ist der richtige, ne? Ja, Liquid Manager brauche ich nicht. Eins, zwei. Warte, was haben wir denn für. Warte, ich muss aber ein bisschen loswerden. Die sind zu viel Blumen. Was haben wir denn für Maße? Wir haben 3x3. Wir könnten aber nur 2x2 wieder reichen. So, dann brauche ich eine High Pressure. Eine High. Da High. Ding. Das muss ich in 2 mal 3 mal 2. Das heißt, ich muss das jetzt. Keine Ahnung. Wie hoch muss ich das jetzt bauen? 2, 3. Ich nehme mal. 4 habe ich ja. 8. Wie viel habe ich denn da unten? Da unten so ein paar Dinger doch eingebaut. Aber die sind, ne, das sind glaube ich die. Das sind Coal. Die standardmäßigen Dinger. Ja, aber hier habe ich jetzt. Hier habe ich 3x3. Und wenn ich das 2x2 und dann auch 3 hoch mache, das heißt, ich bräuchte im Endeffekt noch 4 Stück.
frage mich nur, was ich dann produziere. Produziere ich dann Dampf mit Wasser oder produziere ich Strom? Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 4 Stück. So, ich würde sagen, dass ich vielleicht noch einen Wasseranschluss mache. Aber das könnte ich unten hinsetzen. Wenn da auch noch Dampf produziert. Tank. Ich nehme jetzt mal einen Stack Tank mit. Dann nehme ich. Ja, Water. Ja, was machen wir jetzt? Und wo stelle ich das auf? Das muss ja was Kleines sein. Du musst was Kleines, Schönes antreiben. Wir können höchstens auch noch Öl einfach in Motoren reinpumpen, die ich da habe. Ich würde gerne wissen, was der macht. Macht der jetzt Steam daraus oder macht der da? Ah, ich hole mir erstmal Water. Ich hole mir gleich einen Wasseranschluss und baller das Ding da unten hin. Mich würde das gerne interessieren, was kriege ich da raus? Gehen wir woanders hin. Ich weiß, wie ich das Ding mal testen will. Hier, wir packen es mal hier hin. Passt das irgendwie hin? Ja, passt hier super hin. Zack. 1, 2, 3, 4. Hier jetzt nur 2x2. Reicht aber. Small Pressure Boiler. Nur noch ein bisschen Licht hin. So, was brauchst du jetzt? Du brauchst. Ich tippe mal, der produziert Steam. Der wird mit Wasser und mit Öl betrieben. Ja, was sagt er da? Der hat einen Wasseranschluss. Das heißt, im Endeffekt wird dieser Anschluss, den ich da sehe, damit reinkommen müssen. Eventuell. Moment. Es leckt gerade. Ah. Sagt man sich auch jetzt nicht so. Von den Teilen im Weg stehe. Die Dinge ja noch nicht. Wir müssen jetzt eher noch an Wasser kommen. Wurde mal stark. Wasseranschluss, ja. Hört, würde ja komplett reichen. Ne, jetzt bei die. So, und jetzt bräuchte ich nur noch. Also der pumpt jetzt ganz gemütlich Wasser rein. Jetzt hole ich mal gleich ein bisschen Öl. Weiß ich, kann ich Fuel in normale Bienendinger reinpacken? In normalen Bienenwachs, ja. Weil Bienenwachs habe ich en masse da hinten. Also hier jetzt schon einen zweiten. Ja, das ist natürlich gleich okay. Ja, ich setze danach ein paar Bäume. Wie gesagt, Pollen habe ich auch noch. Das heißt, ich kann Bäume ein bisschen kombinieren. Und langsam kommt immer mehr. Und man lernt ja auch nicht aus in dem Sinne. Ah, hätte ich schon Kisten hingestellt. Also kein Platz mehr für Holz. Ist immer noch voll. Okay, komisch. Nee. Wie sind die denn? Oder waren die nur in diesem Viereck angeordnet? Wie waren die denn angeordnet? Oder. So. So. Jetzt bin ich überfragt. Fuel.
Und die waren so, okay. Wir nehmen mal ein Stack. Wenn das nämlich klappt, also wenn der jetzt, der muss ja Steam herstellen. Das heißt, ich könnte da so eine kleine Steam-Turbine dran machen, die Kinetic-Strom herstellt, Strom herstellt, schön sahnig dann dahin böllert. Und ich werde jetzt mal da was rausklauen. Also hier aus dem Maschinchenraum und erstmal ganz komplett nach unten fallen. Nein, wie geht das jetzt hier raus? Shit. Muss ich irgendwie rauskriegen. Auch nicht, wie kriegt das jetzt hier raus? Aus welchen Dingern kann ich das denn rausklauen? Das ist blöd. Wie fülle ich das denn hier rein? Ja, Fluid Transposer. Bottler. Ja. Bottler. Ist es der? Tür zu offen. Kennt's. Ja, oh Mama. Hast du schon. Warum das so funktioniert? So, ja, kann. No Power. Power brauchst du auch. Kein Problem. Power haben wir gleich.